Boah, ihr blöden Wichser. Töten die Leute hier, während die ihre Leute besuchen vom Friedhof. Schweine. So eine Schweine. Wie, warum sind die jetzt tot? Oh nicht. Ah nee, doch nicht. Ich dachte, ich habe die gerade verwechselt. Hier vibriert es doch. Listet ihre Gegner. Wenn es sich anbietet, ja. Hier geht's auch noch weiter. Ach, da. Ich muss gleich noch was bei mir klippen. Den geilen Schuss von den Survivor, dachte er, wäre hinter der Wand safe. Ja, stimmt. Das war auch cool. Das war wirklich cool. Die Mongolen konnten einfach alles. Mhm. Ich glaube, der hatte einfach keinen Bock mehr. Er hatte zu viel Gummibärensaft. Ja, hatte er. Hätte mir mal ruhig was abgeben können. Dragon, danke schön für den Host. Vielen Dank. So langsam wird der Fleck hier immer kleiner. Oi! Aua. Boah, voll mit dem Gesicht darauf. Take them back.
Gummimongolen hüpfen hier und dort überall. Sie sind für dich tot, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummimongolen. Wow, Keks, wow. Wow. Dragon, wie geht's dir? Dem Chat geht es heute echt gut. Ich weiß, es ist heute irgendein spezieller Tag. Das klingt nicht so gut, Dragon. Ist nicht schön. Denkt ihr, ich sehe nicht, dass hier auf mich zukommt? Sämtliche Sorgen. Oh. Das ist wirklich nicht schön. Können wir uns ja die Hand reichen. Auch zu viel im Moment. Sowas ist nicht schön. Es belastet dann halt einen ziemlich stark. Die dich kaputt machen. Das ist wirklich nicht gut. Dann hoffe ich, dass sie dich nicht kaputt machen. Also wäre nicht gut. Bin ich denn hier gerade? Hier sind noch so viele Flecken, die... Jeremy ist selten da. Der schreibt jedes Mal im Stream. Selten, nennst du das? So was nenn ich Stalker. Ja? Was war das? Ach man, Dragon. Ach man. Das ist doch scheiße. Ich finde das ja allgemein ziemlich. Das ist zum Würgen. Also gefühlt ist es nur Negatives dieses Jahr. Nicht nur bei anderen, sondern bei mir auch. Und das ist echt scheiße. Ich versuche mich zwar auch immer wieder aufzupäppeln, aber irgendwie kommt immer wieder was Neues. Das Schwierige ist, man darf aber nicht aufgeben. Auch wenn es ist einfach, es ist schwer. Aber man darf den Kopf niemals irgendwo reinstecken und dann... Auch wenn das Leben und alle anderen einen so hin und her schleudern und was weiß ich. Also ich hoffe mal, dass es bei dir auch wieder besser wird. Wo sollen denn hier noch Gegner sein?
Ich will dich retten, aber hier steht Gegner in der Nähe. Weißt du, mein Freund? Du hast Pech. Geh jetzt. Ach, Mann. Ist oft so, dass wenn Scheiße passiert, alles auf einmal passiert. Ja, das ist wirklich so. Ich verstehe zwar nicht warum, aber irgendwie ist das wirklich immer so. Wenn es kommt, dann immer alles auf einmal und richtig brutal. Jemmy ist hier und dort und überall. Er ist immer da, wenn du ihn nicht brauchst. Das ist der Jemmy Koi. Wow. So die Wahrheit hier. Wo ist denn jetzt hier noch so ein Riesenfleck? Hier sind überall noch so eine kleinen. Aber ich werde jetzt hier nach oben reisen. Hier nicht. Da werde ich auf jeden Fall getötet. Aber. So, noch so ein Fleckchen. Jetzt eine schnelle Reise machen. Ja, Klaus. Wow, Klaus, wow. Was? Die Liz habe ich Klaus von gestern aus der Tasche gezogen. Er hat es noch nicht bemerkt. Du hast ihm 5 Euro geklaut. Wow. Wow. Aber klauen tut man nicht, Keks. Das ist nicht nett. Hier, Dankeschön, Keks. Lampen hört auf zu leuchten. Ich meine, ich habe ja nicht mal gerade gerade nicht mal Geld zum Einkaufen gehen. Gar nichts. Hat der Monat. Ach, fuck. War doch jetzt Ende des Monats. Was ist denn da los? Also ich weiß ja nicht, wann man mal Geld kriegt bei denen. Das ist ja scheiße. Ich sauge schon den letzten Rest aus meinem Schrank. Heute zum Beispiel gab es eine Tüte Chips, weil nichts mehr da ist. Oh. Das Arbeitsamt ist los. Ja, aber kann nicht sein, dass man dann verhungert. Mein Antrag wurde noch nicht bearbeitet. Also ich weiß, wie viel ich bekomme, aber. Wurde noch nicht bearbeitet, Alter. Also sitzt du ohne Geld jetzt da. Ja gut. Super. Und wenn man auf den Tisch bei denen haut und sagt, du hast einfach nichts mehr zum Leben, die müssen dir doch irgendwie helfen. ETF, ey. Ach du Kacke. Die haben ja zu. Super. Ja, wie gesagt, ich kenne mich mit den Ämtern da nicht aus. Ich wusste jetzt nicht, dass die komplett dicht haben. Hallo, Empty.
Ja, nur es ist nicht so einfach. Man weiß nie, was hinter der Person steckt oder ob es gerade nicht geht. Und einen Job einfach finden ist auch nicht immer so einfach. Besonders jetzt zur Corona-Zeit werden die meisten ja gekündigt und verlieren ihre Jobs. Das ist im Moment eine komplett beschissene Situation. Ich kenne einige, die ihren Job jetzt verloren haben. Die waren Vollzeit. Die sitzen jetzt auch da. Also dazu können wir keine Auskunft geben, wir melden uns. Oh Mann, und kannst du nichts bei irgendjemandem leihen oder so? Es muss ja nicht viel sein. Man kann ja Nudelsuppen und sowas alles kann man ja auch holen und die sind ja nicht so teuer, aber ach, das ist scheiße. Hab's niemanden. Ja, ich beispielsweise, ja. Der Klaus zum Beispiel. Ich kenn's von noch einer Streamerin, wo es gesagt wurde. Und noch privat jemand. Mann. Gibt's hier Belohnungen? Bogenmacherin könnte ich was verbessern. Gut, ich muss sowieso hier hoch. Hier hoch. Einfach mal ein paar Farben kaufen. Ja, das war's schon. Bogenmacherin, wo ist denn die Bogenmacherin? Ja, Juna, ich kann gerade nicht. Ja, dann wir auch. Und die ist kaputt. Dann ruh dich gut aus. Die Bearbeitungsdauer liegt zwischen 2 und 4 Wochen. In den meisten Fällen geht es in 2 Wochen, wenn alle erforderlichen Daten vorliegen und man es nicht nachreichen muss. Mein Antrag ging am 28.06. ein und zählt eigentlich schon ab 1.07. Heißt, ich hätte am 30. Geld bekommen sollen, aber mein Ach Mann, du kannst doch jetzt aber nicht ohne Essen da sitzen, Mann. Das ist doch. Geht ja gar nicht klar.
Dragon, hast du PayPal? Ich würde dir einen Zehner schon geben. Also, ich will dir irgendwas geben. Das ist mir geradezu beschissen. Ich will nicht, dass. Kannst du mir das schicken, bitte? Oder irgendein Mod, dass er mir das schickt? Dass du überhaupt irgendwas holen kannst. Niemand muss hier hungern, nee. Hier ist eine Hunde hierher. Böse Hunde! Mein Leben, Mann, du Sackgesicht. Ist was ordentliches, Dragon, ja. Ich will mir das gar nicht ausmalen, wie du da sitzt und einfach nur hungerst, ey. Das kann ich auch nicht. Das kann ich auch nicht sehen, wenn ich Obdachlose sehe. Das ist schlimm. Macht mich immer sehr sad. So, ich bin gerade voll raus aus dem Spiel. Wo waren wir alle stehen geblieben? Okay, nicht schnell. Ja, das stimmt. Hat hier irgendwo was vibriert? Lauf mal kurz nochmal. Geh einfach schön einkaufen, Dragon. Du bist ja auch schon so lange hier. Bei einem Fremden wäre ich mir jetzt, also bei so einem, der jetzt hier das erste Mal drin ist, würde ich unsicher sein. Da würde ich es auch nicht machen. Wie lange geht das Game bitte? Hallo Ofen? Ach, noch mal ein bisschen. Ich bin gerade etwas verwirrt hier. Ich gehe mal Berggehöft. Hier sind bestimmt Gegner. Berggehöft, das wäre schon da oben. Los raus. Danke auch nochmal dir, Klaus. Weingarten? Ich
Ich mache jetzt etwas und ich glaube, das ist erlaubt. Eliza an alle, die Drain jetzt geholfen haben, geht das. Ja, das geht. Völlig. Da ist das Hype gerechtfertigt. Und wenn jeder so ein bisschen was gibt, macht es dann eine größere Summe und dann ist einem geholfen. Das ist schön. Und jetzt hassen wir uns wieder, bitte, okay? Sonst kriege ich das Kotzen. Boah! Liebe! Ja, hype mal. Ihr dürft gerade hypen. Hass. Ja, jetzt hassen wir uns wieder. Ist jetzt gut hier? Und jetzt geht er sich den Sportwagen kaufen. Ja, genau. Ist klar. Ich liebe Hass. Wer ist das? Ich habe zwei Einkäufe sicher. Das ist schön. Bitte schön, Dragon. Hateless, da hast du den Hass. Ja, endlich. Guten Tag. Oh, die sich erschrocken. Oh, die friert. Warum sitzt sie denn so am Fenster? Da ist doch kalt. Wir wollten dich zwar nicht zum Weinen bringen, aber ich kann verstehen, wenn man sowas nicht kennt, dass es einem nahe geht. Sowas kenne ich auch. Ja, geh mal jetzt am besten einkaufen, dass du noch was hast. Also falls bei dir noch was offen ist, weiß ich ja nicht. Dann. Ich bin die Unterstützung nicht gewöhnt. Mal wenn ich fragte, hieß es nein. Ja, und dann hält man sich zurück mit Fragen, ne? Ja. Ah, siehst du, wir haben es von uns aus gemacht. Ich gehe mal hier hoch, weil hier ist dieser Hafen. Ich glaube, das ist alles komplett dicht, wo ich nicht durchkomme und die Gegner mich direkt wegballern. Die friert, weil du alle Türen kaputt machst. Nein, die hat am offenen Fenster gesessen. Ich bin nicht schuld. Ich habe nur dafür gesorgt, dass jetzt noch mehr Winddurchzug ist. Mann. Oh, sie muss auch gelernt. So, ich muss mir gleich erstmal einen Latte Macchiato aus dem Kühlschrank holen. Ich hatte auch schon Probleme mit meiner Psyche und mir wurde auch geholfen. Ja, das halt ist immer schwierig. Die Psyche ist halt, die kann dann echt ganz schön runterziehen.
Also wenn man viele Probleme hat. Oh Gott, das war knapp. So. Die kann sich halt kein Glas leisten, weil sie ständig neue Türen kaufen muss. Hey, da bin ich zum ersten Mal gewesen. Ja. Bist du Klaus? Wir sind die Besten. Oh Gott. Ja, was? Alles gut, Dragon. Manchmal muss man es halt einfach mal rauslassen. Izumi Cup. Ich habe absolut kein Plan, wo ich bin. Izumi Cup. Hast du Sarkasmus? Siehst du mal und da zeig mal wieder, was. Was für eine herzlose Community hat. Wow. Wow. Ja. Sicher verstehe ich den Sarkasmus dahinter.